What's up? It's ready. Sag mal, ob ich ready bin, ist egal. Ich glaube, du musst halt ready sein. Ja, ich bin ready. Ich bin ready. Ich bin schon ziemlich ready. Aber ich bin auch sehr nervös. Ich bin ein bisschen nervös, aber es wird geil. Das kann ich packen. Und ich glaube, es hat auch noch niemand auf der Welt gemacht. Aber es sind halt auch immer so Sachen, warum soll man die auch machen, ne? Ich meine, wer macht bei einer Cheat-Curl-Meisterschaft mit? Ja! Okay. Ist egal. Dafür hätte ich den deutschen Rekord im Cheat-Curl. Guck mal, was ich dabei habe. Ich habe mir hier so eine Zuggurte gekauft und die befestige ich dann um die Kurzhanteln und dann kann ich hier unendlich viel Gewicht draufschallern. Das Problem ist nur, das dauert übertrieben lange, bis das alles sitzt. Also da habe ich locker mal eine 15 Minuten Satzpause dazwischen. Ja. Aber für heute ist es mal okay. Ah, weißt du, das ist geil, ja? Du wirst jetzt gleich sehen, wie lange das dauern wird mit den Zugurten. Jetzt könnte man eigentlich so einen kleinen Aufruf machen für jemanden, der sich hier bewerben möchte als Scheibenpacker. What's up, man? Ich war mir heute nicht sicher, welchen Geschmack ich lieber will. Deswegen habe ich beide Crème Pump Rose mitgenommen. Und jetzt ist mir gerade tatsächlich doch so ein bisschen mehr nach Pineapple Mango. Oh. Und, es darf nicht fehlen. I'm driving around in my car. Leon, das macht man mit Scoop. Ja, ich weiß, aber heute ist ein besonderer Tag. I'm driving too fast, I'm driving too far. Ich glaube, das waren so zwei Scoops. Ich würde sagen, das waren 3 bis 4 Scoops. Das glaube ich nicht, ich glaube, das waren 2 Scoops. Also wenn ihr auch die richtige Motivation für den Fokus, nee, das kann man nicht sagen. Wenn ihr den richtigen Fokus braucht, ich bin ja der Werbungsmeister, dann crank. Gerne mit dem Kunden, Leon. I wonder how, I wonder why. Ach, ich hab mich beim Rasieren geschnitten. Du bist jetzt Film, Alter. Aber du weißt, jede Narbe macht männlich. Ist das so? Mhm. Okay. Jetzt geht's ab hier. Du, der bereits letzte Mal die Golden 150er 17 oder 18 Mal gerudert hat? Ja, 17 Mal, genau. Möchte heute also nochmal wie viel? Also das fette Goal heute wäre, 200 Kilo einmal zu rudern. Vielleicht auch mehrmals. Ich habe es ja schon, wie gesagt, probiert. Aber da ging es nicht. Das war so krass. Ey, scheiße, mir fällt was ein. Ich habe keine Zughilfen dabei. Wir müssen doch, aber wir müssen irgendwie unten Zughilfen herbekommen. Da werden wir schon was finden. Und das war so krass. Es sind halt 200 Kilo. Und ich habe so gemerkt, als ich die angehoben habe, wie das Gewicht trotz der Zughilfe aus der Hand so langsam rausgerutscht ist. Dann hat man doch erstmal wieder gemerkt, was das eigentlich für ein Gewicht ist. Ja, nee, wie gesagt, Ziel sind 200 Kilo, Bruder. Das wird gleich so witzig aussehen. Wie gesagt, hier nur bis 56 Kilo Kurzhantel. Und wir haben keine glatten 50er. Der Sprung ist von 48 zu 52. Das heißt, ich ruder sogar am Ende mehr als 200 Kilo, wenn ich es schaffe. Das sind dann 202 Kilo. Und dann werde ich die 52er nehmen. Warte mal, ich zeige dir das einfach gleich in der nächsten Szene, dann werden wir hier die Zugurte auspacken. Yeah, man. Hast du es dir wieder ergaunert? Vielen Dank an der Stelle, falls Sie das Video sehen. Ei. Ich bin am überlegen, wie ich stapel. Ich könnte es mir auch relativ einfach machen und tatsächlich 25er nehmen. Ne? Dann hätte ich jetzt auf einen Schlag ja, direkt mal 100, über 100 Kilo, 102 Kilo. Ne? Soll ich das machen? Ja. Soll ich es wirklich machen? Ja, oder? Ja. Bist du eigentlich handwerklich begabt? Nee. Da geht was. Da müssen jetzt nur noch 100 Kilo rauf. Das ist schon irgendwie eine verrückte Vorstellung. Da fehlen jetzt noch 100 Kilo. Aber hat sich sehr leicht angefühlt. Ach so, rechts muss ich haben. Ja, das ist die Gefahr, ne? Ach. Hätte ich sowieso wieder abbauen müssen und neu rauf. Ja, im nächsten Set sind wir schon bei 130 Kilo.
Waren gut, aber etwas schwer. Aber es geht. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Ich glaube, ich gehe direkt auf 172, also nochmal eine 20er drauf. Das heißt, dann hätte ich nur noch einen knappen 30 Kilo Sprung bis zu den 200. Jetzt wird es schon schwer, aber ja, was soll das Rumgeplänkel? Direkt hier. Auf geht's. War schon schwer. Da muss ich selber lachen. Aber einmal will ich die 200 vorne dran haben. Weißt du, was das Schlimme ist? Jetzt mal ohne Scheiß. Man verliert die Relation zu den Gewichten. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Und eigentlich müsste ich davor viel ehrfürchtiger sein, als ich es eigentlich gerade bin. Aber irgendwann verliert man die Relation. Das ist ganz krass. Wenn mich zum Beispiel Leute fragen, wie fühlt sich das an, 300 Kilo zu beugen oder 200 Kilo zu wiegen, sage ich, ganz normal. So, weil das ist halt für mich irgendwo einfach auch mittlerweile normal geworden. Und das ist schon verrückt. Und ganz häufig werde ich auch gefragt, wie fühlt sich das an, wenn ich, oder ob ich die Einkaufstüten überhaupt noch spüre. Nee. So, letzter Satz und damit auch der Topsatz. 202 Kilo, das heißt, wir haben jetzt insgesamt 6 20er, eine 15er und eine 52 Kilo lange Kurzhantel. Das wird richtig eklig. Jetzt wird's heavy. Ich mach das nochmal. Ich nehme mir kurz nochmal eine Pause. Man muss erstmal wissen, worauf man sich einlässt, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich aber auf jeden Fall etwas leichter an als beim letzten Mal. Vielleicht, weil ich auch ein bisschen mit einer anderen Einstellung rangehe. Und ja, aber es sind halt 200 Kilo, 202 Kilo. Aber ich probiere das nochmal. I'm better than this, you're bigger than this, I'm better than this, you're bigger than this, you're bigger than this, I'm better 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 than this, I'm bigger than this. It's not because of that, it's not because of money, works in my blood and I feel cause I'm hungry. Fertig. Also, ich dachte, jetzt kommt so ein heroischer Spruch oder so. Wahrscheinlich denkst du, hättest sogar noch zwei mehr machen müssen. Ja, natürlich denke ich das. Natürlich. Das war auch schwer. Aber ich wollte die jetzt so sehr. Und weißt du, was geil ist? Guck mal, ich zeig dir mal was. Nachdem man einmal sowas gerudert hat, fühlt sich alles an wie nix. Ja. Das fühlt sich alles an wie nix. Weird Flex. Darf ich denn jetzt bitte mal die Hand sehen, die gerade 200 Kilo gerudert hat? Ja, Alter, ich habe Krämpfe hier im Daumen. Ach, wir haben gestern auch, das hat auch noch einen Grund, wir hatten gestern einen Rohrbruch. Ne? Und dann mussten wir da erstmal das ganze Rohr frei. Was war das gerade? So, was habe ich gemacht? Dann mussten wir das Rohr freiklopfen und ich... Den Hammer, die ganze Zeit so festzuhalten. Ich habe jetzt tatsächlich hier Muskelkater, aber richtig böse drin. Nee, aber jetzt mal auch nochmal Real Talk am Rande. Es gucken ja viele Leute und ich kriege auch viele Nachrichten von jungen Leuten, die dann wirklich auch das so in der Art nachmachen. Zu dem Sport gehört auch immer eine gewisse Selbsteinschätzung und es ist wichtig, dass man weiß, wann Grenze ist, wann nichts mehr geht. Es ist wichtig, auf seinen Körper zu hören, wenn es dann eigentlich geht und dann auch nicht mit Biegen und Brechen und Gewalt versuchen, so wie ich heute. Also ehrlich jetzt. Passt ein bisschen auf. Hallo, wie verbringen Sie Ihren Samstagnachmittag?
Ja. Ich baue eigene 200 Kilo Kurzhanteln. Aber weißt du, was das Witzige ist? Wie verbringst du denn deinen Samstagabend? Du filmst das Ganze.